Alle DozentInnen beobachten in ihren Lehrveranstaltungen, davon gehe ich aus, dass es Studierende gibt, die etwas sagen möchten. Aber sich dann, wenn sie sich gemeldet haben, Schwierigkeiten bei der Formulierung haben. Das ist sehr weit verbreitet, denn genauso wie in der Schule haben wir es in den Lehrveranstaltungen im Hochschulbereich auch mit Studierenden zu tun, die zum Beispiel die Sprache Deutsch, wenn in der unterrichtet wird, in unterschiedlichem Ausmaß beherrschen. Denn Studierende fangen mit dem Studium schon an, wenn sie aus anderen Ländern kommen, während sie noch Deutsch lernen, weil man auch gar nicht alles vorher lernen kann, was man können muss, sondern auch in der Lehre entwickelt man das Deutsche weiter. Und ich weiß aus Befragungen bei uns am Fachbereich, aber auch aus der Forschung, zum Beispiel von Konrad Ehlich, dass Studierende Fragen oft nicht genau verstehen oder dass sie im Text verstehen Schwierigkeiten haben können und wenn sie sich melden, dass Schwierigkeiten entstehen können, dass sie nicht ganz präzise ausdrücken können, was sie sagen. Also da gibt es auf den verschiedensten Sprachebenen, in den verschiedensten Handlungsbereichen unterschiedliche Schwierigkeiten, die ich als recht umfassend und sehr wichtig einschätze. Das ist auch mittlerweile ein größeres Forschungsgebiet. Man hat sehr viele Untersuchungen aus dem englischsprachigen Diskurs, aber zum Beispiel Julia Settinieri von der Universität Paderborn hat eine Studie durchgeführt, in der Studierende gefragt worden sind, wie sie verschiedene Akzente im Deutschen empfinden, wie sie sie bewerten. Und da hat sich ganz deutlich gezeigt, dass es eine sehr starke Akzentbewertungshierarchie gibt. Also zum Beispiel wurde der oder ein türkischer Akzent von niemandem positiv bewertet, aber ein englischer Akzent im Deutschen wohl schon. Da kommt es aber auch wieder darauf an, welches Englisch. Und ich weiß von verschiedenen Berichten von Studierenden, dass das für sie auch ein Problem ist. Denn wenn sie sich äußern, wissen sie, dass sie einen bestimmten Akzent haben und dass sie damit dann schon mal in verschiedene Schubladen gesteckt werden. Es muss ja nicht unbedingt von Seiten der Dozenten sein. Ja? Also es sind auch Mitstudierende. Das hat man gerade an dieser Studie auch gesehen, die ja auch bewerten und damit auch beurteilen. Und wenn man also einen bestimmten Akzent hat, kann es schon sein, dass der dann gleich schon mal überlagert, was man inhaltlich sagt. Und das ist vielen Studierenden bewusst und damit auch ein Problem.